Ordnungspunkt 2713. Auch hier hatten wir die Situation übernommen von der Dissidentenfraktion SPD, Fraktion und Bündnis 90 Die Grünen. Da müsste ich jetzt mal fragen, wer von beiden den Antrag einbringen wollte. Dann macht das Stefan Engel auch, bitteschön. Danach würden wir weitermachen mit dem Ergänzungsantrag Linke Fraktion. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sinnvolle Anliegen soll man natürlich auch weiter voranbringen, und das gilt an dieser Stelle tatsächlich auch für den Antrag der ja jetzt nicht mehr existierenden Dissidentenfraktion, der sich dem Thema Promenadenring widmet. Und das Stichwort Promenadenring, das klingt immer so groß, aber ehrlicherweise die Umsetzung ist schon eine ziemlich schleppende Angelegenheit. Und in dem Antrag werden ja im Kern zwei unterschiedliche Abschnitte adressiert, die, glaube ich, auch einen unterschiedlichen Planungsvorlauf haben. Es geht zum einen tatsächlich hier um das nähere Umfeld auch vom Rathaus, wo wir Planungen tatsächlich eben schon auch haben, wo es tatsächlich darum geht, in eine konkretere Umsetzung auch zu kommen, die wirklich dazu beitragen, dass das, was wir jetzt am Pirnaschen Platz realisiert haben und dem, was Richtung Prager Straße zumindest auch fest jetzt geplant ist, dass man das tatsächlich adäquat verbindet. Es geht aber eben auch darum, sich zu überlegen, wie kann denn tatsächlich der Promenadenring auch darüber hinaus in Richtung Elbe insbesondere auch verbunden werden, wie kann man dort wirklich eine gute Vernetzung auch schaffen. Denn wir haben für diesen Bereich, insbesondere zwischen Pirnascher Platz und Synagoge, haben wir noch nicht wirklich eine Idee, wie man das wirklich gut macht. Und da macht der Antrag aus unserer Sicht sinnvolle Vorschläge, denen sich die Verwaltung auch entsprechend widmen sollte, um tatsächlich diese grüne Fassung auch der Dresdner Innenstadt auch voranzubringen. Ich will an der Stelle auch sagen, der Promenadenring ist ein wichtiges Projekt. Ich glaube, wir müssen aber auch insgesamt weiter auch darüber diskutieren, wie wir diesen Stadtraum insgesamt, diesen Stadtraum zwischen der Lingner Stadt und der Altstadt, wie wir den insgesamt städtebaulich in den nächsten Jahrzehnten wieder verändern, wie wir da auch zu einer anderen Verkehrsraumaufteilung auch kommen. Das ist ein Stück weit losgelöst vom Promenadenring als solchem, weil da stecken ja tatsächlich auch nochmal andere Sachen drin, zum Beispiel Stichwort auch Keitzbach. Das ist ja auch ein Anliegen, was Herrn Lichti, aber auch mir sehr, sehr wichtig ist, wo wir, glaube ich, tatsächlich weiter vorankommen müssen. Dementsprechend, der Antrag ist sinnvoll und wir werben an dieser Stelle tatsächlich auch für Ablehnung des Bauausschussvotums, um dem Antrag in seiner Ursprungsfassung auch zuzustimmen. Vielen Dank. Schönen Dank. Und dann würden wir jetzt weitermachen mit dem Ergänzungsantrag Fraktion Die Linke. Tino Wirz, bitte. Ja, die Linken begrüßt die Fortsetzung der Planung des Promenadenringes. Ist aber so, dass wir uns mal, oder ich mir habe mir mal angeschaut, den ersten Abschnitt, der jetzt übergeben worden ist, und hatte dann den Eindruck, nachdem der grüne Baubürgermeister und die grüne Umweltbürgermeisterin bei der Einweihung die Szenerie verlassen hatten, dass da das meiste Stadtgrün schon wieder verschwunden war. Wir sehen hier im Prinzip den Promenadenring, wie er sich jetzt abbildet, also auch versiegelte Flächen, links begrüßenswert Beete, dann im Prinzip diese eingefassten Beete mit relativ martialischen und verteidigungsbauwerksgemäßen Betonplöcken in Anthrazit. Wir lernen gerade Albedo, man soll helle Baustoffe verwenden. Hier wird im Prinzip sowas Asphaltfarbenes verwendet. Das war das Erste, was uns störte. Hier nochmal eine Großaufnahme im Prinzip, das mit diesen anthrazitfarbenen Einsprengseln. Das hat also schon eine etwas, wie man sagen, Westwall-Qualität. Die Beete sind hier so mit Hartlaubgewächsen auch wieder bestellt. Ist die Frage, Sie haben sich dann später die Problematik, dass dort im Prinzip die Leute im Prinzip die Fahrscheine reinwerfen, alles Zigarettenkippen, alles mögliche, Papier. Das heißt, sie werden eigentlich mit der Zeit zu Müllcontainern. Herr Engel, ich war vorhin ein bisschen erschrocken, nachdem Sie das erste Bild vom Bahnhofsvorplatz gezeigt hatten. Ich hatte gedacht, Sie hatten die falsche Präsentation. Es sah ein bisschen aus wie der Promenadenring nach der Fertigstellung. Insofern stellt sich hier auch die Frage, was das dann soll. Also hier ist mit einer Entsiegelung überhaupt nichts gewonnen. Wir haben hier diese übliche jetzt Verbarrierung, Verrahmung und Verbarkung des öffentlichen Raumes, die uns als Begrünung verkauft wird. Hier nochmal das Gleiche. Versiegelung, soweit das Auge reicht, kein Grün, das lädt, das erhöht auch die Aufenthaltsqualität überhaupt nicht. Hier nochmal im Prinzip von der Haltestelle aus gesehen rüber, es ist zu Mäusemelken.
Selbst die Baumscheiben sind so eingefasst, dass sie im Prinzip, also was man jetzt mal, wenn man jetzt mal unsere städtischen Hunde denkt, eigentlich eine Tierwohlgefährdung sind. Hier bereits zu sehen die Vermüllung. Wir haben es damit eigentlich soweit auch gesehen. Also wir wollen im Prinzip sehen, wir wollen also, dass bei der zukünftigen Planung der Grünanteil auf jeden Fall erhöht wird. Wir wollen Grüneinfassungen haben, die sich besser im Stadtbild machen. Es gibt nicht nur Betonfarbene, es gibt auch andere einheimische Baustoffe, zum Beispiel Sandstein, die man nehmen könnte. Man könnte Sandstein, ockerfarbene, gelbe, sandfarbene Elemente benutzen und muss es im Prinzip nicht so betonfarben machen. Die Einfassungselemente sollen filigraner werden. Es sollen andere Farben gewählt werden als 50 Shades of Grey. Das wäre nicht schlecht, Anthrazit mit anthrazitfarbenen Einsprengseln. Was hier noch im Prinzip auch der Fall war, was mir hier aufgefallen ist, dass man eine rechteckige Form nimmt und die sozusagen fortkopiert. Wenn man sich schöne Park- und Gartenanlagen und Wegführungen anguckt, dann gibt es durchaus auch im CAD-System gibt es Rundungen, da gibt es Neigungen, da kann man mal irgendwo eine Ecke wegnehmen. Es muss nicht alles so scharfkantig aussehen, als wenn man hier demnächst irgendwie Panzer abwehren müsste. Ja, insofern bitten wir um Zustimmung der Fortsetzung der Planung zum Promenadenring, aber wie gesagt, er kann schöner werden. Hier ist unbedingt im Stadtraum und in der Begrünung Potenzial nach oben, was bitte erschlossen werden soll. Ich danke Ihnen. Dann würden wir weitermachen mit der Fraktion Bündnis 90 Grüne. Herr Dr. Deppe, bitte. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Eigentlich sollte an dieser Stelle jetzt Thomas Löser stehen, unser stadtentwicklungspolitischer Sprecher, der aber leider heute nun vorzeitig gehen musste. Und ich weiß genau, dass Thomas Löser ein großes Anliegen gewesen wäre, hier zu sprechen, denn er ist einer derjenigen gewesen, die dieses Vorhaben Promenadenring in den ganzen Jahren seiner Stadtratstätigkeit sehr befördert hat und sich sehr dafür eingesetzt hat. Und ich denke, wir können auch wirklich inzwischen besichtigen, dass da eine ganze Menge draus geworden ist. Wenn wir uns das an der Marienstraße, am Dippoldiswalder Platz angucken, dann sind die Bäume inzwischen gut aufgewachsen dort und es ist eine sehr naturnahe Begrünung dort gemacht worden, also nichts Artifizielles, sondern es kann dort auch so ein bisschen wachsen, wie die Natur es will. Und ich denke auch, wenn wir hier an den Pirnaschen Platz gucken, was vom Kollegen Wirz nun gerade sehr bekrittelt worden ist, dann muss man auch sagen, es ist eine deutliche Aufwertung des Bereiches dort. Ne? Und man muss natürlich auch berücksichtigen, dass es dort Bäume gibt, die noch wachsen werden und die das Ganze dann wirklich auch noch schöner werden aufblühen lassen. Ne? Und bei diesem guten Bild, was wir dort erzielt haben, denke ich, ist es nur gut und wichtig, wenn wir weitermachen. Wenn also der Promenadenring weitergezogen wird, wie es dieser Antrag der Dissidenten, den wir gern mit übernommen haben, auch beschreibt. Und da werden nun ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie die Ausgestaltung sein sollte. Da wird man sehen, ob sich das alles so umsetzen lässt. Also es gibt da ja schon auch einiges an technischen Problemen dann. Also wir kennen die Geschichte mit den Leitungen und was sonst noch alles dort zu berücksichtigen ist. Aber es ist dann eben ein Auftrag, ein Planungsauftrag an die Verwaltung. Und dann, denke ich, müssen wir uns anschauen, was dann uns als Vorschläge dort erreichen werden. So, nun kommt dieser Ergänzungsantrag der Linken und da muss ich nun sagen, also liebe Linke, lieber Herr Wirz, man kann es auch übertreiben. Also wenn man dort jetzt Festsetzungen für die Farbgebung und was weiß ich, für die Körnung des Gesteins machen will und so, dann ist das also doch ein bisschen viel des Guten. Und ich denke, da haben wir nun wirklich auch Planer in der Verwaltung, die sowas können.
und dann werden wir uns anschauen, was die uns präsentieren. Und dann kann man immer noch Änderungen hineinbringen. Und dann, denke ich, werden wir eine schöne Abrundung des Promenadenrings bekommen. Vielen Dank. Okay, dann machen wir weiter. CDU-Fraktion, Mario Schmidt nicht. Dann Thilo Wurz wäre sowieso jetzt dran. Bitte schön. Ich bitte mal alle, die Gespräche einzustellen oder draußen fortzusetzen. Ja, nochmal eine kurze Erwiderung auf Herrn Dr. Deppe. Ich habe Ihnen gerade die Bilder an die Wand geworfen, dass es die Planer der Stadt offensichtlich nicht können. Das ist ganz klar. Und da muss man mal auch eine Meinung dazu äußern und muss mal sagen, es gibt andere Farben als Betongrau. Also, dass Ihnen das nun ausgerechnet reicht, was hier an die Wand geworfen wurde, das verwundert mich eigentlich stark. Das ist wirklich verwunderlich. Das ist im Prinzip hier Bürgertäuschung, was hier betrieben wird. Wir geben ein Heidengeld dafür aus und haben am Ende eine Versiegelung wie zuvor. Und jetzt sage ich Ihnen mal, woran das liegt. Das Grünflächenamt wehrt sich eigentlich dagegen, noch weitere Grünflächen in die Pflege zu nehmen. Weil nämlich jeder Quadratmeter, der hier bepflanzt, Unkraut gejätet, gesäubert und sonst was wird, der kostet einen Haufen Geld. Wenn Sie Platten haben, wird es billiger. Es wird zwar nicht schöner, es wird billiger. Sie fahren dort mit der Kehrmaschine drüber und gut ist. Und jetzt mal Folgendes. Wir reden über einen Haushalt, der demnächst gesprengt wird. Das ist nicht mehr meine Sorge, das ist Ihre Sorge oder einigen von Ihnen ist es noch die Sorge. Und jetzt ist so der Gipfel der Dekadenz einer Gesellschaft, wenn sie anfängt, im Prinzip, wenn schon am anderen Ende der Gesellschaft Not herrscht, dass die Oberschicht anfängt, sich Lustgärten zu bauen. Was machen wir denn in Dresden? Wir bauen für 200 Millionen Euro eine Buga. Wir wollen für 120 Millionen das blaue Band Begerbach freilegen. Da gibt es dann gewisse Synergien, wo dann vielleicht auch die Kosten wieder irgendwo zusammenlaufen, da Fördermittel sein. Wir wollen den Südpark machen. Noch ein großer Park. Stadtplan groß. Wir haben ja gerade gesehen, da soll ein Naturschutzprojekt gemacht werden im Dresdner Westen. 100 Quadratkilometer, Millionen, die dort im Prinzip an das Vorwerk Podemus gehen oder in dem Umfeld dort verbaut werden sollen. Da fragt man sich, wenn dort ein Naturschutzprojekt gemacht wird, vielleicht hängt es ja damit zusammen, dass dort am Ende keine Windmühlen stehen sollen, die ja auch gewollt sind. Soll das Podemus vor Windkraftanlagen schützen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir wollen dann im Dresdner Norden noch ein bisschen den Trümmerberg da verschönern und ich habe den Eindruck, dass die Stadt sich hier übernimmt. Ich habe nichts gegen Begrünung. Begrünung ist immer sympathisch. Schatten, Rascheln, Vogelpfeifen. Wunderbar, aber ich denke mal, wenn in dieser Stadt die Wohnungen immer teurer wären, wenn die Leute sich ihr Leben hier nicht mehr leisten können, ob das nicht vielleicht ein bisschen üppig ist. Die Flucht der Aristokratie ins Petit Trianon, das war in Frankreich 1789 die letzte Stufe vor der Revolution. Denken Sie daran. Vielen Dank. Okay, dann machen wir weiter in der Frage. Nee, noch nie. Sie sind noch nie dran. Tut mir leid. Wir machen erstmal weiter in der Fraktion. SPD nochmal das Wort gewünscht? Nein. Dann Freie Wähler, Freie Bürger? Nein. FDP? Auch nicht. Dann haben wir die AfD? Auch nicht. Und jetzt wurde Frau Krause, danach Herr Dr. Deppe. Bitte schön. Dankeschön, Herr Erster Bürgermeister, liebe Damen und Herren. Ich habe mir jetzt gerade noch mal die Mühe gemacht und habe mir angeguckt, wann wir die Planung für den Promenadenring Ost in Auftrag gegeben haben. Das war gleich am Anfang dieser Periode. Im November 2019 hat der Bauausschuss in beschließender Sitzung die Vorplanung beschlossen, also die Variante ausgewählt. Und ich glaube, es gab weder eine Wortmeldung von Herrn Kollegen Wirz noch eine Gegenstimme von der Linken. Also insofern finde ich es ein bisschen schwierig, sich jetzt hier so hochzuziehen an diesem Projekt und mit Winterbildern zu präsentieren, dass es da nicht grün ist, wenn die Bäume keine Blätter haben. Und ich möchte noch mal ein paar Details nennen, wo es mich jetzt wirklich ärgert, dass das so schlecht geredet wird. Es gab das Bild, wo man die Fahrbahn sieht. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen. Die war hell, also die war gelb durchgefärbt, so wie zum Beispiel auch die Wege im Großen Garten sind. Es ist eben keine graue Asphaltoberfläche, sondern es ist ein sandfarbener Weg, der aber eben wartungsarm befahren werden kann. Die Baumscheiben sind wasserdurchlässig ausgeführt. Es gab dort vorher überhaupt gar keine Bäume. Es gibt jetzt da große Wurzelbereiche. Das sind sozusagen Fortschritte und man muss sich auch klar machen, wir sind hier mitten im Stadtzentrum. Ich glaube, es ist auch irgendwie angemessen, dass wir dort keinen Acker haben, weil jetzt bemängeln
gewählt wurde, es sei nicht genug entsiegelt worden. Es ist aber im Vergleich zum vorherigen Zustand durchaus versiegelt worden. Und ich finde das ein bisschen traurig, dass solche Dinge hier so kleingeredet werden, obwohl es wirklich große Erfolge sind, die wir für die Verbesserung des Stadtraumes in Angriff nehmen konnten, wo wir auch die Steuermittel verwendet haben. Und gehen Sie mal dorthin bei schönem Wetter. Sind ganz viele Menschen da, die sich da aufhalten. Und noch ein Wort zu den Beeteinfassungen für die Bäume auf der östlichen Seite der Straßenbahnhaltestelle. Die sind so hoch, damit die Bäume, die dort gestanden haben, weiter leben können. Denn die waren höher gepflanzt. Deswegen kann man nicht einfach sagen, wir gehen da runter. Gleichzeitig sind diese grauen, ja, sie sind halt jetzt grau, Bänke auch Sitzgelegenheiten. Man kann sich da hinsetzen. Das ist also ein multifunktionales Angebot. Und wir unterstützen, dass die Planung fortgesetzt wird, auch nördlich in dem Abschnitt. Und ich finde, es ist jetzt nicht tauglich, das, was schon entstanden ist, derartig schlecht zu reden. Vielen Dank. Dankeschön. Dann machen wir weiter mit Herrn Dr. Deppe. Ja, der Herr Wirz hat ja nun dort einige Fragen aufgeworfen und auch Vorwürfe erhoben, Behauptungen aufgestellt in Richtung Verwaltung. Und da fände ich es schon angezeigt, wenn die Verwaltung, also vorjenigen oder Herr Kühn, dazu Stellung nehmen würden. Okay. Und dann würden wir es mal so machen, wenn jetzt keine weiteren Redner sind, würden wir erstmal vorjenigen zu Wort kommen lassen. Dann könnte die SPD noch mal überlegen, ob ein Schlusswort gewünscht ist. Aber jetzt fangen wir erstmal mit vorjenigen an. Bitte schön. Also erstmal vielen Dank für die Diskussion allerseits. Ich finde es gut, Herr Wirz, wenn der Stadtrat, wenn wir alle zusammen uns immer mit der Wirkung von Planung auseinandersetzen, die Sie beschlossen haben und die wir umgesetzt haben, weil Fehlerkultur gehört ja genauso dazu wie Wertschätzung. Ich möchte noch mal gerne ein paar Punkte zur Versachlichung sagen, was Sie gezeigt haben, Herr Wirz, also dieses Gelände um die Haltestelle des hiesigen Promenadenrings ist ja eine multifunktionale Verkehrsfläche. Also wenn man um die Hauptverkehrszeit sieht, wer da alles so in die Bahn ein- und aussteigt und dass man diese Fläche ja auch mit dem Rad befahren kann, dass dort auch der Anlieferverkehr für die Handelseinrichtungen da erfolgt, erkennt man schon, dass, durchaus zu meinem Bedauern, aber nicht wegen des Amtes für Stadtgrün, dass keine Fläche ist, wo man offene Erde haben kann. Im Gegenteil. Die Baumscheiben sind ja bewusst so gestaltet worden, dass sie zwar wasserdurchlässig sind, aber eben auch überrollbar, damit genügend Verkehrsfläche da ist. Wie gesagt, ich lade Sie mal ein, dass wir uns mal um 8 Uhr treffen. Ich komme mit dem Fahrrad, Sie kommen aus der Straßenbahn und dann gucken wir uns mal an, wie das anders wäre. Und tatsächlich, das ist schon gesagt worden, sind dort, wie ja auch am Promenadenring an der Marienallee, helle Farben gewählt worden und nur die Farben um die Bäume selber hochgepflanzt sind, um sich einfach abzuheben, etwas dunkler gestaltet. Man kann das natürlich auch anders diskutieren, anders gestalten, da sind wir immer offen. Zweitens, grundsätzlich wollen wir als Umweltbereich, wie auch der Stadtentwicklungsbereich, Grünflächen und Angebote machen, die alle nutzen können. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und gerade das, was Sie jetzt so dargestellt haben, so einen aristokratischen Ansatz des Besonderen, das ist ja das, was wir als Stadt alle zusammen nicht verfolgen, sondern wir wollen hier die Stadt lebenswert und attraktiv für viele und alle machen. Das heißt natürlich auch, dass dann, und dafür bin ich verantwortlich, der Betrieb und die Unterhaltung dieser Grünflächen genügend ausgestattet werden muss. Und darüber werden wir im Haushalt zu sprechen haben, weil zurzeit ist das nicht so und das werde ich Ihnen auch darstellen. Also ohne jetzt zu meckern, das ist einfach ein Zielkonflikt, das muss man beachten und das ist ein Kernthema der Umweltverwaltung. Drittens, so muss natürlich auch die Buga ausgerichtet werden. Das ist, glaube ich, auch Konsens hier im Stadtrat. Ich möchte gerne richtigstellen, dass nicht das Herausholen des Gewässers Geberbach, was sozusagen ein klassisches Umweltamtsprojekt ist, 120 Millionen kostet, das wäre wahrlich etwas teuer, sondern das ganze Projekt mit Straßen, Brücken, neuen Erlebnisräumen, das ist ein richtig großes Stadtentwicklungsprojekt. Es ist nicht das Gewässer allein, sondern am Gewässer selber soll ein ganz neuer Grün- und Erlebnisraum von Prolis bis an die Elbe entwickelt werden. Und deshalb ist das so teuer. Ich glaube, das lohnt sich für die Menschen. Drittens, das Naturschutzgroßprojekt. Sie haben es ja dankenswerterweise im Stadtrat beschlossen. Wir haben dazu im Umweltausschuss auch berichtet. Ich komme auch gerne in die Fraktionen dazu. Zielt auch
auf die Verbesserung des Erlebniswertes der Naturräume in der Stadt. Da geht es nicht darum, dass Podemos irgendwie eine Sonderförderung erhalten soll, sondern es geht um mehrere Räume im Dresdner Westen, im Schönfelder Hochland, dem Dresdner Heller, den Elbwiesen, wo wir die Themen Naturschutz und Landwirtschaft, also ein wichtiges wirtschaftliches Thema in unserer Stadt, miteinander verbinden wollen und nach einem öffentlichen Planungsprozess zusammen diese Flächen so entwickeln können, dass es interessant und spannend für Jung und Alt ist, dahin zu gehen. Wir werden da hoffentlich Pflegemaßnahmen finanziert bekommen, die im Klimawandel trotzdem die Biodiversität steigern, wie Sie es beschlossen haben, und die eben Naturraum auch erlebbar machen. Für alle kostenfrei. Das sind Maßnahmen, die wir sonst als Stadt nicht bezahlen können. Und deshalb haben wir diesen Zuschuss bekommen. Und ich hoffe da weiterhin auf die breite Unterstützung des Stadtrates und der Bevölkerung. Grünflächen, Naturräume für alle. Vielen Dank. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Da würden wir zur Abstimmung kommen. Und nur damit ich es richtig verstanden habe, der Ergänzungsantrag Linke Fraktion würde erst dann gezogen werden, wenn der Ursprungsantrag zur Abstimmung kommt. So steht das hier drin. Hier steht drin, sollte der Ursprungsantrag zur Abstimmung kommen, wird er wie folgt ergänzt. Also würden wir erstmal jetzt den Ausschussbericht abstimmen. Wenn der jetzt keine Mehrheit kriegen würde, der ablehnend ist, ne, dann würde man den Ursprungsantrag damalige Dissidentenfraktion abstimmen und erst dann würde man den Ergänzungsantrag Linke vorziehen. Ist das richtig? Hallo? Eigentlich nicht. Der sollte auf alle Fälle als Ergänzung, egal zum Ausschussbericht oder zum Ursprungsantrag, abgestimmt werden. Weil hier steht ja was anderes in eurem Antrag. Hier steht ja drin, sollte der Ursprungsantrag zur Abstimmung kommen. Ja, dann beantrage ich das jetzt, dass wir darüber abstimmen, dass der Ursprungsantrag abgestimmt wird. Okay. Also wird man jetzt erstmal die Abstimmungsgrundlage klären. Und damit ist beantragt, dass der Ursprungsantrag zur Abstimmung kommt. Wer damit einverstanden ist, dann bitte ich um das Stimmzeichen. Das hätte jetzt mit 27 Ja, 28 Nein keine Mehrheit. Da würden wir so weiter fortsetzen, dass wir jetzt zunächst erstmal den Ausschussbericht abstimmen. Wenn der keine Mehrheit kriegen würde, würden wir dann auf den Ursprungsantrag zurückkommen. Und dann würden wir aber, bevor der Ursprungsantrag abgestimmt wird, den linken Ergänzungsantrag abstimmen. Also um das nochmal klar zu machen, wer jetzt hier dem Ausschussbericht zustimmt, lehnt ab. Ich bitte um das Stimmzeichen. Aber wenn der Ausschussbericht angenommen wird, ist das Ding doch erledigt. Eben. Der Ausschussbericht hätte jetzt mit 28 Jahren 29 keine Mehrheit bekommen. Da würden wir jetzt in der Tat zu dem Ursprungsantrag kommen. Bevor wir den Ursprungsantrag abstimmen, würde ich jetzt den gerade benannten Ergänzungsantrag der Linksfraktion zuerst zur Abstimmung stellen. Wer möchte, dass der Ursprungsantrag mit dem Ergänzungsantrag der Linksfraktion ergänzt wird, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Das hat mit 9 Ja, 47 Nein, 1 Enthaltung keine Mehrheit bekommen. Und dann würde ich den so unveränderten Ursprungsantrag zur Abstimmung stellen. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Der hätte jetzt mit 29 Ja, 28 Nein eine Mehrheit bekommen. Vielen Dank.